Leute, und wer daran gezweifelt hat, dass sie nicht mehr fährt, dem zeige ich jetzt das Gegenteil. Und wie sie noch fährt im Schnee. Und sie ist nicht digital, sie ist analog. Sie fährt echt noch. Ich finde es cool, weil die Schienen liegen jetzt seit 4 bis 5 Monaten hier draußen. Wurden vielleicht 3-mal oder so geputzt und sind nicht befestigt, liegen nur theoretisch eigentlich nur auf Blumenerde. Und dafür hält sie sich eigentlich richtig gut, weil, wie gesagt, nicht digital. Das ist der ganz normale Trafo, die ganz normalen Schienen. Die sind auch nicht verschraubt, die Schienen. Die sind einfach nur versteckt. Also ineinander gesteckt, wie im normalen Starter-Set auch. Und wie gesagt, dass man die Qualität zeigt, würde ich mal sagen. Und was kann ich noch dazu sagen? Jo, die Lok hat es auch überlebt. Die hat jetzt auch schon 3 Tage lang Schneeeinsatz und lebt immer noch. Finde ich auch cool. Und was soll ich das sagen? Zum Thema Trafo. Trafo liegt jetzt auch schon auf dem Schnee und lebt auch noch. Und die Anschlussklemmen leben auch. Kabel lebt auch noch. Kabel bleibt draußen, Anschlussklemmen bleiben auch draußen. Die werden nicht reingeholt, der Trafo wird reingeholt. Und ich finde, das ist schon richtig geil. Das sieht echt aus wie in diesem richtig geilen Film. Als ich zum Beispiel noch klein war und mein erstes Tablet gekriegt habe, habe ich erst einen RGB-Film geguckt. Und ja, es ist geworden, wie ich es mir gewünscht hätte. Jetzt vielleicht noch ein Rundkurs, dann wäre das Ganze noch perfekt. Aber für den Anfang bin ich echt zufrieden, würde ich mal sagen. Und ja, was kann ich noch sagen? Jo, das war es eigentlich schon. Aber Ich habe gerade eben freigemacht vor 10 Minuten, 12 Minuten, sowas habe ich freigemacht, die Schienen. Und jetzt gerade eingestöpselt und fährt sofort. Ja, okay, ein paar kleine Schienen. Kontaktprobleme hat sie schon noch, Adilok, aber mit dem Putzwagen einmal drüber gehen und dann passt es. Jo Leute, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ist jetzt auch schon wieder, wie spät ist es jetzt? 4:30, 5, keine Ahnung. Wird halt gerade dunkel. Und ja, wie gesagt, schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Abonniert den Kanal. Like das Video. Schaut mal in den Playlists vorbei. Es gibt eine neue. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und ich gehe nochmal mit Licht über die Anlage. Gibt es dann noch ein paar Aufnahmen. Und dann sage ich schon mal danke und tschüss.